Nach 135 abgegebenen Stimmen haben wir einen eindeutigen Sieger. Und das ist die Aufgabe 14, die von 80 Personen bevorzugt in Form eines Videos vermittelt werden möchte. Das soll hiermit geschehen. Aufgabenteil A. Wir erinnern uns an den binomischen Leersatz und nehmen A hoch 0, A hoch 1, A hoch 2, A hoch 3 und A hoch 4 mit ins Boot. Darüber hinaus BI hoch 0, BI hoch 1. Wer möchte, kann jetzt vorspulen. BI hoch 2, BI hoch 3 und BI hoch 4. Dann schließlich brauchen wir noch die Binomialkoeffizienten 4 über 0, 4 über 1, 4 über 2, 4 über 3, 4 über 4, die zu den Zahlenwerten 1, 4, 6, 4, 1 führen. Diese Erkenntnis ist auch jedem verfügbaren Pascalschen Dreieck zu entnehmen. Dann räumen wir ein wenig auf, wie immer bei solchen Geschichten. Der erste Summand reduziert sich auf b hoch 4. Der letzte Summand ist a hoch 4. Der mittlere Summand ist a hoch 2, b hoch 2 mit einem Vorfaktor 6 und einem negativen Vorzeichen. Damit haben wir die Elemente bereits vorliegen, die den Realteil der zu bearbeitenden Zahl ausmachen. Und der Rest, naja, das wird dann wohl der Imaginärteil sein. Wenn wir den zweiten Summanden ein wenig bereinigen, entsteht das Vierfache von a mal b hoch 3, versehen mit einem i, versehen mit einem negativen Vorzeichen. Bei dem vorletzten Summanden ist das a hoch 3 mal b, versehen mit einem i und einem positiven Vorzeichen. Und diese zwei letztgenannten Elemente sind letztlich der Imaginärteil der zu bearbeitenden Zahl. Wir haben hier 4a hoch 3b, das haben wir hier unten auch, da habe ich die Zahl 4 verpennt, füge ich mal noch im Nachhinein ein. 4a hoch 3b steckt hier mit drin, wobei der Imaginärteil nur das an i dran klebende ist. Und hier ist das vorne minus 4ab hoch 3. Und das haben wir ja auch mit drin, oben minus 4ab hoch 3, wenn man ausmultipliziert. Das war Teil A. Teil B, dazu die Färbung von oben in rosa und hellblau. Ich ersetze, nachdem ich ja nun mühsam bereits den Realteil einer mit 4 potenzierten komplexen Zahl ermittelt habe und auch den Imaginärteil der gleichen Zahl und nun wieder eine Zahl mit 4 potenziert werden soll, ersetze ich eben in dem, was ich gerade bearbeitet habe, den Wert a durch die Zahl 1 und den Wert b durch die Zahl Wurzel aus 3. Genauer gesagt, die Variablen a und b ersetze ich, wie gerade genannt. Dann wird sich dieser gerade allgemein ermittelte Realteil auf minus 8 belaufen und der gerade eben allgemein ermittelte Imaginärteil auf minus 8 Wurzel aus 3. Das ist z hoch 4. Möchte ich z quer hoch 4 bearbeiten und weiß noch nichts über Erkenntnisse, die vielleicht erst später in der Vorlesung vermittelt werden, dann kann ich zunächst das genau gleiche machen wie bereits in Teil A. Das heißt, ich könnte z quer ermitteln, indem ich das Pluszeichen durch ein Minuszeichen ersetze. Das ändert hier unten das ein oder andere Vorzeichen und werde dann feststellen, dass z quer hoch 4 eigentlich das gleiche ist wie z hoch 4, nur mit negativem Imaginärteil, beziehungsweise mit negiertem Imaginärteil. Also z4 mit negiertem Imaginärteil ist letztlich z4 quer,
also das Konjugiertkomplexe von Z4, Z hoch 4. Und dieses Konjugiertkomplexe ist das gleiche wie das mit hoch 4 versehene Konjugiertkomplexe von Z. Und das wird später auch eine allgemeine Formel sein. Man kann die Potenzierung und die Konjugierung vertauschen. In Teil B soll man nun zusätzlich eine Visualisierung vornehmen von Z. Das da oben eingeblendete ignoriere man bitte schön Abfall-App, das können wir jetzt nicht brauchen. Wo war ich stehen geblieben? Die Visualisierung, genau. Das gelingt, indem wir von da unten ein vorbereitetes Bildchen uns fischen. Dann sehen wir eine Visualisierung von Z. Das ist dieser Boppel hier. Dabei denke man sich auf der X-Achse den Realteil von komplexen Zahlen aufgetragen. Auf der seit der Einblendung von gerade eben stockt die Sache. Wir werden es trotzdem noch irgendwie retten. Tja, ein bisschen zurechtdrücken. Ich werde das Video kein zweites Mal aufnehmen können, da fehlt mir die Zeit. Also muss das jetzt jeder aushalten. Der Imaginärteil geht nach oben, wie üblich. Die Skalierung in dem hier eingeblendeten Koordinatensystem beträgt 1. Und das bedeutet, dass der Bobbel, den ich jetzt umkringle, an der Stelle 1 in der Höhe Wurzel aus 3 sich befindet. Jedenfalls habe ich ihn dort eingezeichnet. Das wäre eine Visualisierung von Z. Später brauchen wir eine Visualisierung von 0 und von 1 und in der Aufgabe B ist noch die Visualisierung von Z hoch 4 verlangt. Also gehen wir eben 8 nach links und 8 mal Wurzel 3 nach oben. Das ist grob fast 14. Halt, stopp, gar nicht wahr. Z hoch 4 ist hier unten. Wir gehen 8 nach links und 8 Wurzel 3 nach unten. So. Das Konjugiertkomplexe des zuletzt genannten z hoch 4 ist z hoch 4 quer, beziehungsweise z quer hoch 4, wie vorhin schon gesagt. Also gehe ich 8 nach links und 8 Wurzel 3 diesmal wirklich nach oben, um hier oben z quer hoch 4, beziehungsweise z hoch 4 quer vorzufinden. So, das ist im Wesentlichen Teil B gewesen. Also insbesondere die Zeichnung. Dann brauchen wir den Abstand zwischen Z und 0 in Teil C der Aufgabe. Der Abstand ist die Länge dieser kleinen Strecke. Und da sagt uns jeder handelsübliche Pythagoras, dass diese Länge 2 beträgt. Das ist der Abstand von Z zu 0. Ebenso bei Z hoch 4 und 0. Dann müssen wir eben ein etwas vergrößertes Pythagoras-Dreieck bemühen und werden die Länge 16 herausbekommen. So, das zum Abstand. Also letztlich Pythagoras. Abstand wird später Betrag genannt. Also was wir gerade ausgerechnet haben, ist der Betrag von z, der sich auf 2 beläuft, und der Betrag von z hoch 4, der sich auf 16 beläuft. Vielleicht fällt hier auf, dass der Betrag von z hoch 4 möglicherweise das gleiche wie der Betrag von z hoch 4 genommen ist. Und das trifft ebenfalls als allgemeine Formel zu. Die 4 kann man also auch durch 5, 6 oder allgemein n ersetzen, solange n ganzzahlig ist. So, das müsste Teil C gewesen sein. Abstand zwischen zwei Elementen, letztlich also Pythagoras-Anwendung. Dann haben wir Teil D ist das schon, den Winkel zu berechnen. Der Winkel wird später Argument genannt, das ist ein typischer mathematischer Begriff. Der Winkel zwischen gewissen Strecken OA und OB, OA und OB ist ein Teil klein i der Aufgabe. Der Punkt B, den ich hier unten vorliegen habe, und der Punkt A, das ist dieser hier, und der Winkel, der hier gewünscht ist, ist der Winkel zwischen diesen zwei Strecken oder Geraden, wie auch immer man das nennen mag. Das ist 60 Grad. Das kann man entweder dadurch ermitteln, dass man diese Figur zu einem gleichseitigen Dreieck aufpeppt, indem man hier bei dem Punkt 2, 0
noch einen Bobble einzeichnet, dann ist das ein gleichseitiges Dreieck und gleichseitige Dreiecke tendieren dazu, in den Ecken 60 Grad vorzuweisen. Oder wir nehmen Wurzel aus 3 geteilt durch 1, lassen den Arcus Tangens drauf los, bei Taschenrechnern gerne mit Tan hoch minus 1 bezeichnet, dann wird der Taschenrechner ebenfalls die 60 Grad ausspucken. Und die 60 Grad vielleicht sogar in Pi Drittel zu verwandeln in der Lage sein. Pi Drittel wäre das entsprechende Bogenmaß. Dann brauchen wir in Teil II das gleiche Spiel noch einmal. Dann können wir auch das gleiche Spiel noch einmal durchführen und dieses halbe gleichseitige Dreieck verwenden, dessen Kantenlänge 16 betrug. Dann ist hier unten die 8 vorliegen. Wenn ich die 8 nach links verlängere, habe ich ein gleichseitiges Dreieck. Das heißt, wiederum ist dieser jetzt hier reingeschluderte Winkel 60 Grad. Den ziehe ich von 180 ab und dann verbleiben 120 Grad. Na, bleibst du, wo du bist. 120 Grad für den Winkel, der hier gewünscht ist. 120 Grad im Bogenmaß ist 2 Pi Drittel. Bei Römisch 3 nicht viel spannender, da nehme ich den Winkel zwischen den zwei vorhin ermittelten Z hoch 4 Dingern. Das ist einmal diese und einmal jene Geschichte. Hier ist ein Winkel dazwischen von 120 Grad, denn ein drittes Mal könnte ich ein rechtwinkliges Dreieck verdoppeln und ein drittes Mal 60 Grad outen, was zu 180 Grad dazu addiert 240 Grad liefert. Also ist die Antwort von hier oben 240 Grad respektive 4 Pi Drittel. Wenn man jetzt ganz spitzfindig ist, dann könnte man sagen, dass der Winkel zwischen folgenden Vektoren, ich blende mal was Neues ein, indem ich das Bild hier entferne und mein nächstes vorbereitetes Bildchen zurechtrücke, der Winkel zwischen diesen Vektoren ist mathematisch exakt formuliert so definiert, dass ich einen ersten Vektor nenne, einen zweiten Vektor und der Winkel dann im mathematisch positiven Umlaufsinn 60 Grad betragen würde, wenn ich zuerst die 1 und später das z nenne. Nun, jetzt wird aber hier zuerst z und dann 1 genannt. Wenn man also ganz spitzfindig ist, dann müsste minus 60 Grad rauskommen, da der Winkel hier in Gegenrichtung gemessen wird. Aber lassen wir das lieber sein. Der Betrag des Winkels, wer sicher gehen will, das ist ein Winkelsymbol, ist eben 60 Grad. Und das wird wohl auch gemeint sein bei der Aufgabe. Der Betrag hat später Argument. Die 60 Grad, die wir gerade ermittelt haben, sind das Argument der Zahl z und das Argument von z hoch 4, das sich hier als 240 Grad erwies, ist offenbar das Vierfache des Arguments von z. Ich schreibe hier sehr schlampig, aber das Gesprochene unterstützt vielleicht die Schlampigkeit ein bisschen und es ergibt sich dadurch eine klare Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis, dass das Potenzieren einer komplexen Zahl mit einer Zahl 4 beispielsweise darauf hinausläuft, dass das Argument, also der Winkel dieser Zahl, das ist dieser Winkel hier, letztlich das Vierfache des Arguments der potenzierten Zahl ist. Und das sind diese 60 Grad gewesen, beziehungsweise Pi Drittel. So, das nebenbei gesagt. Dann, was haben wir noch als Erkenntnis? Die Lösungen sind, glaube ich, alle genannt. Ich reduziere noch einmal das Bild, das ich gerade hier eingeblendet habe, auf die reinen vektoriellen Erkenntnisse. So, komm schon. Dann haben wir diese Struktur. Das sieht immer noch im Wesentlichen so aus wie gerade eben. Die Längen sind immer noch die gleichen. Die Abstand der Kästchen von Kreuzungspunkt zu Kreuzungspunkt immer 1. Diese Skalierung, die ich vorhin erwähnt habe. Also hier in dem Bild ist nichts Neues zu erkennen, aber so richtig schön sieht es jetzt auch nicht aus. Wild durcheinander wirbelnde Pfeile. Also nehmen wir noch eine letzte Erkenntnis, nämlich, dass sich diese Unschönheit dadurch verschönern lässt, dass wir ein neues Koordinatensystem erfinden, das Polarkoordinatensystem, falls dies schon bekannt ist.
Und dann sieht das Ganze wesentlich hübscher aus. Und wir können auch leicht erkennen, dass der Abstand von 1 zum Ursprung 1 beträgt. Jede Linie, jeder Kreis hat vom nächsten Kreis den Abstand 1. Da ist es 2, hier ist es 16, hier ist es ebenfalls 16. Nicht etwa minus 16, nein, der Betrag ist 16. Und das ist vermutlich der Hintergrund dieser Aufgabe, in Richtung Polarkoordinatensystem ein wenig gelenkt zu werden. So, jetzt gucke ich kurz auf meinen Merkzettel, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Das sieht ganz gut danach aus. Also kann ich das Video wiederum beenden. Viel Vergnügen mit dem zweiten Angucken. Oder vielleicht ist es beim ersten Mal ja alles schon verstanden worden.